Das habe ich aber jetzt total anders verstanden. Ich bin Yvonne de Barg, Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache und ich bin da, wo Wirkung Erfolg macht. In diesem Podcast geht es um dich und deine Wirkung auf andere. Heute geht es um Missverständnisse. Zuallererst aber mal, bevor ich es vergesse, vielen, vielen Dank für die vielen Zuschriften an meine E-Mail-Adresse office@yvonnebarg.de. Ich habe mich total gefreut über die Anregungen, aber natürlich auch über die Lob. Ihr wisst schon, was ich meine. Vielen Dank. Und jetzt geht es gleich in medias res, Tür ins Haus mit Missverständnisse. Ich war neulich auf einer Vernissage, da bat mich eine Fotografin, kurz zu warten. Sie würde einer Dame Bescheid sagen, sie möchte von uns beiden ein Foto vor einem dieser Ausstellungsstücke machen. Die Dame wäre eine wichtige Persönlichkeit und es wäre doch toll, wenn wir uns kennenlernen würden. Okay, super, wichtige Persönlichkeiten, ich lerne ja immer von den Besten, gerne. Wenige Minuten später kam die Fotografin mit der Dame zurück und stellte uns kurz vor, das ist Frau so und so, das ist Yvonne de Barg. Und die Dame lächelte mich zwar an, aber gab mir sehr verhalten die Hand und wich meinen Blick aus. Also das war sehr komisch, das fühlte sich seltsam an und ich dachte, okay, die wird schon ihre Gründe haben, warum sie so auf, sagen wir mal, Distanz geht. Jetzt war es aber so, dass die Fotografin uns beide gebeten hat, als sie uns vor diesem Ausstellungsstück positioniert hat, dass wir näher zusammenrutschen, also näher zusammenrücken, auf Körperkontakt gehen. Gut, für mich war das kein Problem. Ich mache das ja gerne, also ein bisschen kuscheln. Und die Dame hatte aber wohl ein Problem damit, weil die versuchte, jeglichen Körperkontakt mit mir zu vermeiden. Ich hatte keine Ahnung, woran das liegt. Später dann habe ich der Fotografin gesagt, du, ich wollte ja zusammenrücken, aber das ging nicht. Sie ist ja immer weggegangen. Dann hat die Fotografin gesagt, ja, ja, das habe ich schon gesehen. Und ich habe gefragt, kannst du dir vorstellen, woran das liegt? Ich meine, ist irgendwas mit mir? Stimmt was nicht mit mir? Die Fotografin grinst mich an und sagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, woran das liegt. Vorhin, als ich die Dame gefragt habe, ob sie Lust hätte, ein Foto mit dir zu machen, hat sie rübergeschaut und hat gesagt, mit der Yvonne de Barg, der Schauspielerin Yvonne de Barg? Und ja, also hatte sie wohl irgendwie, keine Ahnung, Respekt vor mir und ich hatte aber großen Respekt vor ihr. Ich meine, ich habe das ja nicht auf dem Schirm, dass mich irgendjemand noch erkennt aus meiner Schauspielzeit damals. Ich bin ja jetzt als Körpersprachetrainerin unterwegs, halte Vorträge, Seminare und sowas. Ich bin ja nicht mehr vor der Kamera und deswegen war mir das gar nicht so bewusst, dass mich da jemand hätte erkennen können. Und ausgerechnet diese Dame hat mich erkannt. Und hat sich irgendwie nicht getraut, mit mir zu kuscheln. Ich weiß auch nicht. Ja, so entstehen Missverständnisse. Aber Fragen hilft. Missverständnisse entstehen immer dann, wenn man die Welt des anderen nicht kennt. Ich habe mir angewöhnt, wenn es irgendwie geht, immer nachzufragen, wenn mich was irritiert. Es gibt genug Leute, mit denen man so gut befreundet ist, dass man ihnen sagen kann, du, in meiner Wahrnehmung war das so und so, hast du das anders gesehen, hast du vielleicht eine Erklärung dafür? Und meistens ist es tatsächlich so, dass man die Welt des anderen nicht betreten kann. Es funktioniert einfach nicht. Da hilft es manchmal, wenn ein kleiner Hinweis kommt, den man so nicht gekriegt hätte. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Yvonne, du siehst natürlich diese körpersprachlichen Signale. Ja, ich sehe sie, aber der Punkt ist, jeder von euch nimmt diese Signale wahr, unbewusst. Du kennst es doch bestimmt. Manchmal triffst du jemanden und dann entsteht ein komisches Gefühl. Du kannst es dir nicht erklären. Das kann vielleicht daran liegen, dass derjenige dir nicht in die Augen schauen kann, einen komischen Händedruck hat oder eine komische Körperhaltung hat oder vielleicht auf Distanz geht und du weißt nicht, woran es liegt. Unbewusst speicherst du aber ab, der mag mich nicht. Das muss aber nicht an dir liegen. Es kann natürlich an dir liegen, aber es muss nicht. Du weißt nicht, was in der Welt des anderen gerade los ist. Du weißt es einfach nicht.
Ich habe in meinen Seminaren eine Übung, die heißt Behind the Scenes, also hinter den Kulissen. Dabei gebe ich meinen Seminarteilnehmern einen Subtext. Also wir Schauspieler sagen Subtext dazu, das ist das, was nicht gesagt wird, sondern das ist das, was gedacht wird. Ich gebe dir ein Beispiel, zum Beispiel, wenn du sagst, der Satz, ich habe schon eingekauft. Ein ganz einfacher Satz, aber mit ganz vielen Möglichkeiten eines Subtextes. Ich habe schon eingekauft. Ich habe schon eingekauft. Ich habe schon eingekauft. Bei jedem der drei Beispiele habe ich etwas anderes gedacht. Ein anderer Gedanke bewegte meine Welt. So wie das jetzt bei dem anderen ankommt, ist ja immer so eine andere Sache, ne? Sender, Empfänger, aber dazu mache ich noch einen anderen Podcast. In der Übung jedenfalls geht es darum, dass wir lernen, dass wir herausfinden, dass wir begreifen, dass den anderen ganz andere Dinge beschäftigen können, als wir es im Moment verstehen. Wir sind nicht in dessen Welt drin. Und wie bekommen wir das raus, was den anderen bewegt? Wenn es uns denn interessiert? Nachfragen. Jeder hat seinen eigenen Rucksack dabei und den trägt er immer mit sich. Und alles, was er tut, sagt, kommt aus seinem eigenen Rucksack. Du kannst jemandem nicht in den Kopf und auch nicht in den Rucksack schauen, außer du fragst. Und das ist sehr tricky. Dazu muss man viel Übung haben und es muss auch die richtige Situation sein. Und es muss einen interessieren. Mein Tipp für dich ist jetzt, wenn du beim anderen körpersprachliche Signale wahrnimmst, die dich irritieren, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Entweder es interessiert dich überhaupt nicht und du gehst einfach drüber weg. Oder du interessierst dich zwar dafür, aber verstrickst dich so in Fehlinterpretationen, dass es dich selber verunsichert. Das ist keine gute Möglichkeit. Oder du lässt ihn so sein, wie er ist. Und wenn es später eine Möglichkeit gibt, nachzufragen, dann verpackst du eine Frage so, dass du vielleicht die Antwort bekommst. Ein kleines Beispiel dazu. Ich saß mal in einem Café und gegenüber war eine Kirmes. Dann habe ich zu dem Herrn gesagt, Mensch, ich hätte jetzt Lust mit dir über die Kirmes zu gehen, einen Schokoladenapfel zu essen und Riesenrad zu fahren. Dann schlug er plötzlich das Bein von mir weg über das andere und hob die Schulter, die mir zugewandt war, ein bisschen hoch. Ich habe ihn dann gefragt, hast du keine Lust? Und er antwortete, doch, ich frage mich nur, mit wem war ich dann letzte Woche? Das war's auch schon wieder mit meinem Podcast Wirke, wie du willst, der wirkungsvolle Podcast. Mein Name ist Yvonne de Waag, ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache. Wenn du ganz, ganz, ganz viel über Körpersprache lesen und wie du Körpersprache für dich einsetzen kannst, wissen möchtest, dann kannst du zum Beispiel meinen Masterkurs auf meiner Seite holen oder du schaust dir ein paar YouTube-Videos von mir an oder hörst dir noch andere Podcast-Folgen an oder du besuchst mich auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Ich bin überall zu finden. Ich freue mich auf deine Mails an office@yvonnedebaag.de und wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!